Wir sprechen heute über das Structure Deck Blue Eyes White Destiny. Dieses Structure Deck erscheint am 6. Februar 2025. Das heißt, wir müssen uns an dieser Stelle tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Nachdem Konami im Jahre 2024 kein einziges Structure Deck auf den Markt gebracht hat, kommen sie zu Beginn des nächsten Jahres mit einem extremen Banger um die Ecke. Und in diesem Video schauen wir uns alle aktuell bekannten Informationen zu diesem Structure Deck an, denn es gibt jede Menge, was ich euch verraten möchte, und vor allen Dingen gibt es bei diesem Structure Deck eine ganz besondere Neuheit fürs TCG, und auch darüber werden wir hier in diesem Video sprechen. Und damit auch genug von mir, lasst uns direkt in das Structure Deck Blue Eyes White Destiny reinspringen. Los geht's! Und wie ihr es von mir gewohnt seid, schauen wir uns natürlich als allererstes das Produkt an. Da haben wir es, das Structure Deck Blue Eyes White Destiny. 50 Karten wird dieses Set beinhalten. In der Regel ist es bei Structure Decks so, dass man sich 3 Stück ranholen sollte, denn dann ist auch garantiert, dass ihr jede Karte auf 3 in eurem Besitz habt. 3 ist ein Playset bei Yu-Gi-Oh! Wer das noch nicht weiß, der weiß das jetzt. So, am 6. Februar erscheint das Ganze. Und wie ich schon gehört habe, wird das Structure Deck tatsächlich einen Hauch teurer werden als Structure Decks in der Vergangenheit. Denn Konami hat wohl die Preise etwas angehoben. Dementsprechend werden natürlich die Händler ihre Preise auch einen Hauch anheben. Was man in Anbetracht des Specials, welches in diesem Structure Deck enthalten sein wird, auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass das Ganze, ich sag mal, zwischen 10 und 15 Euro kosten wird. Was immer noch ein verhältnismäßig normaler Preis ist für ein Structure Deck. Wir scrollen mal etwas weiter runter. Hier sehen wir auch schon die ersten Artworks von den neuen Karten, die drin enthalten sein werden. Die schauen wir uns auch gleich nochmal etwas genauer im Detail an. Aber ich scroll auf jeden Fall noch einen Hauch weiter runter, denn diese Besonderheit ist hier unten im Produkttext erwähnt. Und zwar als allererstes, das Deck ist pickepacke voll mit Blue Eyes Karten, beziehungsweise Karten, die jeder Blue Eyes Duelist benötigt. Wie den Blue Eyes Alternative White Dragon, Blue Eyes Jet Dragon, sehr cooler Reprint. Und 3 Kopien vom Sage with Eyes of Blue. Dieser Sage with Eyes of Blue bekommt auch im Februar im OTS Tournament Pack 27 einen Ultimate Rare Print. Die Frage, die ich mir tatsächlich an dieser Stelle stelle: Wird es noch weitere Blue Eyes Karten geben, die in dem Structure Deck gereprintet werden? In dem OTS Tournament Pack 27 gereprintet werden. Und dann gibt es auch noch unglaubliche Karten wie Nibiru the Primal Being, Ash Blossom und Joy Spring, Infinite Impermanence und Effect Veiler und jede Menge mehr. Das heißt, wir bekommen hier schon 4 der am häufigsten genutzten Handtraps als Reprint in diesem Structure Deck. Was auf jeden Fall sehr geil ist. Also so viele Structure Decks, so viele Reprints wie Ash Blossom schon bekommen hat in Structure Decks, das ist Wahnsinn, muss ich ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz geht die Karte für 4 bis 5 Euro die Kopie auf Card Market über den Ladentisch. Und deswegen, jeder Reprint tut auf jeden Fall gut. Und jetzt kommen wir hier zum Special, aufgepasst. 25-jähriges Jubiläum, klar, feiern wir seit 3 Jahren. Wird es auch noch ein besonderes Pack, weil es ist ein Pack eigentlich, oder ist es einfach nur die Chance? Ich frage mich, wie wird das sein? Also es wird wahrscheinlich dann eine Promokarte sein. Also es gibt quasi eine geringe Anzahl von Decks, small number, also wenn ihr das hier schon schreiben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Number richtig, richtig small wird. Also eine geringe Anzahl von Decks wird 1 von 3 Karten als Quarter Century Secret Rare enthalten haben, was mega nice ist. In dem Pool sind Maiden of White, Wishes for Eyes of Blue und Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon. Das sind 3 der 9 Karten, die wir im Structure Deck Blue Eyes White Destiny erhalten werden, was mega ist. Und vor allen Dingen, wenn die Anzahl der Decks, die so eine Quarter Century Secret Rare enthalten, wirklich sehr, sehr gering sein wird, dann ist es ein absoluter Jackpot, wenn ihr eine zieht oder eine bekommt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass diese Karten in Quarter unfassbar teuer werden. Also davon könnt ihr sowas von ausgehen, dass das Zeug sehr, sehr teuer wird. Ist im Endeffekt, muss man ehrlicherweise sagen, eine Art Collectible. Ich möchte jetzt nicht Alternative Art in den Mund nehmen, aber im Endeffekt ist es sowas wie bei One Piece. Es ist eine spielbare Karte, die es in sehr, sehr geringer Anzahl als alternatives Artwork bzw. in alternativen Rarität gibt. Und in dem Fall auch noch zu einem unfassbar beliebten Deckthema. Wenn nicht sogar das beliebteste Deckthema aller Zeiten, und zwar Blue Eyes White Dragon.
Wie sieht das Structure Deck aus? 50 Karten sind drin, davon 5 Ultra Rares, von denen 3 die geringe Chance, Small Chance, haben eine Quarter Century Secret Rare zu werden, anstatt einer Ultra Rare. Ah, okay. Das heißt, es wird gar kein besonderes Special Pack geben, so wie es aussieht, oder eine Promo, die da reingeworfen wird, sondern eine der 3 Karten wird, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, als Quarter Century Secret Rare statt Ultra Rare in diesem Structure Deck, in diesem fetten Pack, was man immer aufmacht, enthalten sein. Dann gibt es 3 Super Rares und 42 Commons. Damit kommen wir auch auf 50 Karten, was auf jeden Fall ein sehr guter Kartenpool ist. So, passt auf. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist drin. Und genau das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und zwar springen wir hier auf Card Cluster und schauen uns dort mal die gesamte Kartenliste an. Das ist aktuell immer noch die Kartenliste aus dem OCG. Denn hier ist eine Karte wie Maxi. Diese wird es hier bei uns im TCG nicht als Reprint geben. Die Karte ist gebannt, die Karte will niemand mehr sehen. Wir haben jetzt die ganzen Mulchamis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese Karte hier reprinten, weil das würde natürlich, das wäre schon ein bisschen seltsam, weil das könnte eventuell darauf hinweisen, dass Konami plant, die Karte hier ins CCG zurückzubringen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil sie gerade dabei sind, die Karte aus dem OCG rauszubringen. Deswegen, ja, ich glaube, die Tage dieser Karte sind gezählt. Also, wir bekommen 3-mal den blau gegen weißen Drachen. Im OCG tatsächlich 3 unterschiedliche Artworks sind das gewesen. Ob das auch hier im TCG passieren wird, bleibt abzuwarten. Würde ich mich aber sehr drüber freuen und kann es mir sehr gut vorstellen. Dann haben wir hier die neue Karte mit Maiden of White, genauso wie Neo Kaiser Seahorse. Werden wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen. Reprints, sehr gute Reprints, muss man sagen. Blue Eyes Alternative White Dragon, Blue Eyes Jet Dragon und den Blue Eyes Abyss Dragon, genauso wie den... Na, wie heißt der Kollege nochmal? Dragon Spirit of White. Dann haben wir noch ein paar Ritualmonster, die hier mit am Start sind. Chaos Max, Ultimate Max und so. Dann natürlich die ganzen kleinen Main Deck Monster, genauso wie 3-mal den Sage with Eyes of Blue. Das heißt, eine der wichtigen Karten ist schon auf 3 in diesem Set enthalten, was auf jeden Fall mega nice ist. Dictator of D haben wir hier, dann haben wir hier Reprints, The Hand Traps, Nibiru, Aschenblüte, Maxi, wird das nicht geben. Vielleicht, also die müssen die ja, warte mal, ich überlege gerade, die müssten die doch ersetzen. Wir reden hier über 50 Karten, ja warte mal, die wird auf 3 drin sein. Hier weiß ich nicht, wie Card Market das zählt, weil 43 lese ich hier gerade. Nee, 41. Also hier sind, hier, es werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Karten wie beim Sage of with Eyes of Blue mehr als nur einmal in diesem Structure Deck enthalten sein. Die Frage ist, auf welche Karten wird das zutreffen? Bei der wissen wir es schon, bei den anderen wissen wir es aktuell noch nicht. Klar kann man sich das Structure Deck im OCG nochmal anschauen. Da sind dann so Karten wie Infinite Impermanence auf 2, Effect Veiler auf 2 und. Aber ob das Ganze auch so im TCG erscheint, bleibt abzuwarten. In der Regel ist es so, dass Konami sich da immer irgendwas einfallen lässt und etwas verändert. Dann haben wir hier eine neue Spell und zwar Prayers with the Eyes of Blue, genauso wie Raw of the Blue-Eyed Dragon. Dann machen wir weiter mit Chaos Form Reprint, Ultimate Fusion Reprint, The Melody of the Waking Dragon Reprint, genauso wie Mausoleum of White Reprint und Burst Stream of Destruction, genauso wie Trade-In Called by the Grave und eine neue Karte mit dem Namen Majesty with Dragons of White, genauso wie ein Reprint von True Light. Guter Reprint an der Stelle, muss man ehrlicherweise sagen. Dann haben wir hier noch The Ultimate Creature of Destruction, genauso wie Destiny Rivals. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Reprint von Infinite Impermanence. 3 neue Extra-Deck-Monster, die wir uns auch gleich nochmal etwas genauer anschauen. Und dann noch ein paar Reprints. Blue Eyes Ultimate Dragon braucht man für die Combo. Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, Blue Eyes Twin Burst Dragon und Blue Eyes Tyrant Dragon. Genauso wie die beiden Synchro-Monster, die wir schon alle kennen. Blue Eyes Spirit Dragon und Azur-Eyes, also dunkelblau. Azur-Eyes Silver Dragon und Heretic Seal of the Heavenly Spheres. Also sehr, sehr starke Reprints drin. Also ihr könnt davon ausgehen, ein Structure Deck wird nicht reichen, um das Full Power zu spielen, aber 2, vielleicht 3 Structure Decks kaufen, ihr könnt das ganze Full Power spielen, was auf jeden Fall mega, mega nice ist. Ihr bekommt alle Karten hier geliefert, die ihr für die Blue Eyes White Dragon Deckstrategie braucht und vor allen Dingen auch ohne Ende Extra Deck Monster. Ich finde das so geil. Eine Zeit lang war es so, dass Konami Main Deck zugeschissen hat mit Reprints und Karten und im Extra-Deck gab es dann so eine oder 3 unterschiedliche Karten. Ich glaube, das letzte Deck, an das ich mich erinnere, wo es echt viele Extra-Deck-Monster gab, war einmal Trap Tricks, Crimson Dragon,
Beim Gefallenen von Albas, da Albas Strike Deck Thema, da gab es auch jede Menge Extra Deck Monster. Aber ansonsten ist das immer relativ rar, was so die Extra-Deck-Monster in so einem Structure-Deck angeht. Hier in dem Fall Vollgas, Alter. Richtig Vollgas. Selbst ein Reprint wie Heretic Seal, was auf jeden Fall geil ist. Wenn das Structure-Deck genauso bei uns ankommt, minus Maxi, bin ich schon glücklich. Und da ist wahrscheinlich auch jeder Blue-Eyes-White-Dragon-Fan glücklich drüber. So, wir gehen jetzt mal in die ein oder andere einzelne Karte rein und lesen uns mal die Effekttexte durch und überlegen mal, wie gut das Ganze so ist. Und die erste Karte, die wir uns anschauen, ist Maiden of White. Ja, du, also ist Stufe 1, Licht, Hexer, Tuner. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder Feld in den Friedhof schicken, das ist der Kost. Und dann kannst du offen eine True Light Card, beziehungsweise die Fallenkarte True Light, von deiner Hand, Deck oder Friedhof offen in die Spell Trap Zone legen, was schon mal geil ist. Falls du ein Blue Eyes White Dragon Monster Spezial beschwörst, falls du den Blue Eyes White Dragon Spezial beschwörst und sich diese Karte hier im Friedhof befindet, kannst du diese Karte spezial beschwören aus dem Friedhof. Das heißt, ihr kommt mit einem Blue Eyes White Dragon und der Maiden of White schon mal in ein Synchro 9 rein. Dann hat diese Karte noch einen weiteren Effekt. Klar, ein, zwei Effekte reichen nicht. Karten müssen heutzutage 3, 4, 5 Effekte haben. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wurde, welche eine Karte auf dem Spielfeld wählt, oder wenn diese Karte hier als Ziel für einen Angriff gewählt wurde. Quick-Effekt. Du kannst ein Blue Eyes White Dragon oder ein Stufe 1 Lichttuner von deinem Friedhof spezial beschwören. Okay, klingt schon mal nice, muss man ehrlicherweise sagen. Neo Kaiser Seahorse, nächste Karte, die wir hier haben. Also pass auf, vorher Maiden of White, das ist die Karte, die auch als Quarter Century Secret Rare in einem eurer Structure Decks enthalten sein könnte. So, jetzt schauen wir uns den Neo Kaiser Seahorse an. Ist ein Drache, ist Stufe 4 und ein Tuner. Falls du ein Blue Eyes White Dragon kontrollierst, du kannst diese Karte von deiner Hand spezial beschwören. Das heißt, mit dem Kollegen und einem Blue Eyes White Dragon kommt ihr in ein Synchro 12. Du kannst ein Lichttuner, den du kontrollierst, wählen und dann sein Level um 1 erhöhen. Das heißt, du kannst ihn auch selber wählen und dann das Level um 1 erhöhen, dann ist es Stufe 5 oder du schnappst dir irgendeinen anderen Tuner, der wird dann zu Stufe 2 und so weiter und so fort. Also von 1 auf 2 wie die Maiden eben gerade. Dann hat diese Karte noch einen weiteren Effekt, und zwar, falls diese Karte vom Feld in den Friedhof geschickt wird, also klar, indem man sie als Synchromaterial zum Beispiel benutzt, kannst du ein Blue-Eyes-Monster, ja, nicht den Blue-Eyes-White-Dragon, sondern ein Blue-Eyes-Monster, oder ein Monster, welches den Blue-Eyes-White-Dragon in dem Effekttext erwähnt, von deinem Deck in den Friedhof schicken, außer ihn selbst. Was geil ist. Du kannst jeden der Effekte nur einmal pro Spielzug verwenden. Top-Karte, muss man ehrlicherweise sagen, richtige Powerhouse wird man safe im Main-Deck spielen. Wir machen weiter mit der Zauberkarte. Prayers with Eyes of Blue. War das auch noch eine der Karten? Warte mal, es war Prayers, Maiden und ich glaube Spirit with the Eyes of Blue. Das sind die drei Karten, die man als Quarter Century Secret Rare bekommen kann. Das Artwork, Bombe. Bombe, sage ich euch. Richtiges Brett, ey. So, Discard, One Card. Also eine Karte abwerfen, das ist der Kost. Das heißt, das muss so oder so passieren, bevor ihr den Effekt aktivieren dürft. Füge deiner Hand ein Stufe 1 Lichttuner und eine Spell Trap, die den Blue Eyes White Dragon erwähnt, von deinem Deck deiner Hand hinzu, außer die Karte selbst. Das ist ein Searcher für 2, aber ihr müsst eine abwerfen. Okay, aber ist ja egal. Ihr werft einfach einen Blue Eyes White Dragon ab, ist eben Brick auf der Starthand. Und fügt eurer Hand einen Tuner und eine Spell Trap eurer Hand hinzu, was mega geil ist. Dann kannst du diese Karte von deinem Friedhof verbannen, einen Blue Eyes White Dragon wählen, den du kontrollierst. Equippe ein Blue Eyes Monster vom Extra Deck an dieses Monster als Equip Spell, welches ihm 400 ATK gibt. Ja, kann man machen, warum nicht? Jeden der Effekte kann man einmal pro Spielzug verwenden. Also du kannst beide verwenden. Einmal den auf dem Spielfeld, also wenn ihr die Karte aktiviert, und dann auch noch den im Friedhof, sobald diese Karte sich im Friedhof befindet, beides im selben Spielzug. Nächste Karte, Roar of the Blue-Eyed Dragons. Spezial beschwör ein Blue-Eyes-Monster von deinem Deck. Auch eine normale Zauberkarte, Friedhof oder Banishment in Verteidigungsposition. Aber du kannst Blue-Eyes-White-Dragon... Wat? But you can only special summon Blue-Eyes-White-Dragon with this effect if you do not control it. Okay, ihr könnt also den Blue-Eyes-White-Dragon nur spezial beschwören, wenn ihr ihn selbst in diesem Moment, wenn ihr diese Karte aktiviert, nicht kontrolliert. Und du kannst bis zum Ende des Spielzuges aus dem Extra-Deck nichts spezial beschwören, außer
Dragon Monster. Das sollte kein Problem sein im Blue Eyes White Dragon Deck. Du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen, Fusion Summon, ein Fusion Monster von deinem Extra Deck, indem du Material auf Hand, Feld oder Feld als Material verwendest, inklusive eines Blue Eyes Monsters. Du kannst jeden der Effekte nur einmal pro Spielzug verwenden und nur einmal in diesem Spielzug. Also, hier ist es so, dass sie eine kleine Restriction oder eine kleine Verzögerung reingebaut haben. Wenn ihr die Karte auf dem Spielfeld aktiviert und sie in den Friedhof geht, könnt ihr sie nicht im selben Spielzug nochmal im Friedhof aktivieren, verbannen und dann eine Fusionsbeschwörung machen. Entweder oder. Entweder bekommt ihr die Karte in den Friedhof auf einem anderen Weg und benutzt dann diesen Fusion Summon Effekt oder ihr benutzt den Effekt auf dem Spielfeld. Wir machen weiter mit der Fallenkarte, die neu kommt. Und zwar Majesty with Dragons of White. Eine normale Fallenkarte. Zeige bis zu 3 Blue Eyes White Dragons von deiner Hand auf dem Feld und oder Friedhof. Dann zerstöre dieselbe Anzahl an Karten, die der Gegner kontrolliert. Das heißt, ihr könnt bis zu 3 Karten auf der gegnerischen Spielfeldseite poppen, wenn ihr 3 Blue Eyes White Dragon entweder auf der Hand, Friedhof oder offen auf dem Spielfeld habt. Sehr geil. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Ritualbeschwöre ein Ritualmonster von deiner Hand, indem du Blue Eyes White Dragon von der Hand oder Feld benutzt, ne? Verbannt oder benutzt? Ritual Summon by Tributing. Tributing. Von Hand, Feld, dessen Level exakt die Höhe des Levels des Ritualmonsters ist. By tributing Blue Eyes White Dragons from your hand or field, whose total level exactly equal the level of that Ritual Monster. Das heißt, ihr könnt an dieser Stelle nur ein Stufe 8 Ritual Monster aufs Spielfeld beschwören. Klar, weil Stufe 16. Warum steht da Blue Eyes White Dragons? Warum mit S? Gibt es einen Blue Eyes White Dragon, der eine Stufe weniger als 8 hat? Das macht doch. Also verstehe ich irgendwie nicht so richtig, egal. Also außer man manipuliert die Stufe, aber verstehe ich nicht so richtig, warum das so geschrieben ist. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr mehr wisst. Ich weiß es nicht. Du kannst jeden der Effekte einmal pro Spielzug verwenden. Also ihr könnt beides verwenden. Im selben Spielzug könnt ihr 3 Monster poppen oder 3 Karten auf der gegnerischen Spielfeldseite poppen und auch noch eine Ritualbeschwörung machen. Was auf jeden Fall mega strong ist. Einfach mal den hier Chaos Max Dragon aufs Spielfeld ballern. Dann haben wir Indigo Eyes Silver Dragon. Ein neues Xyz Monster. So sieht's aus. Blue Eyes White Dragon bekommt ein Xyz Monster. Nicht nur das, sondern auch noch ein Link Monster. Das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. 2 Stufe 8 Drachenmonster benötigt ihr, um den Kollegen zu beschwören. Habe ich gerade Stufe 6 gesagt? Stufe 8 meine ich. Also Rang 8. Kann nicht direkt angreifen, außer es hat ein normales Monster als Material. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Indigo Eyes Silver Dragon nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte Xyz beschworen wurde, du kannst alle offenen Karten, die der Gegner aktuell kontrolliert, annullieren. Das heißt, going second, wenn ihr in dieses Powerhouse reinkommt, könnt ihr alle offenen Karten, die der Gegner aktuell kontrolliert, annullieren. Was mega stark ist. Bedeutet allerdings im Vorfeld, ihr müsst erstmal es schaffen, 2 Stufe 8 Drachenmonster aufs Spielfeld zu bringen, um dann den Kollegen zu beschwören. Und dann aber auch auf Xyz Summon kann ja der Gegner immer noch reagieren und annullieren. Also das ist irgendwie eine nette Karte. Klingt auch mächtig. So, Dark Ruler No More für Front und Back Row. Aber da müsst ihr erstmal hinkommen. Da müsst ihr tatsächlich, würden natürlich immer wieder mal aufkommen in gewissen Situationen. Aber ihr müsst erstens da hinkommen und zweitens dürft ihr keine Negate vom Gegner fressen. Und das könnte schon ein größeres Problem werden. Du kannst ein Material von dieser Karte detachen, dann ein normales Monster im Friedhof wählen oder im Banishment. Spezialbeschwöre ist und falls du das tust, bekommt es. It gains 1000 ATK. Bekommt es 1000 ATK. Also, ihr könnt quasi einen Blue Eyes White Dragon vom Friedhof aufs Spielfeld beschwören. Es bekommt 1000 ATK. Das heißt, er hat 4000 ATK. Der Indigo Eyes Silver Dragon hat 4000 ATK. Pow, pow, OTK. Danke, auf Wiedersehen. Wir schauen uns die nächste Karte an und zwar ist das. Das neue Synchromonster, welches wir bekommen. Das ist ein Stufe 12 Drache Lichtmonster, braucht 2 Tuner und ein Nicht-Tuner Blue Eyes Monster. Klingt kompliziert zu beschwören, ist es tatsächlich nicht, wenn man sich die ein oder andere Combo anschaut. Dein Gegner kann keine Karten vom Friedhof verbannen. Floodgate-Effekt, super, warum auch nicht? Krass. Aber finde ich bei so einem verhältnismäßig schwer und vor allem schwer zu beschwörenden Monster und. Es ist vor allen Dingen nicht generisch.
Dann finde ich, also das ist quasi nur für diese Deckstrategie spezifisch und dann finde ich einen Floodgate-Effekt okay. Weil irgendwo muss das ja was bringen, dass man Blue Eyes White Dragon spielt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon einmal pro Spielzug verwenden. Wenn, kein If-Effekt, sondern Wenn-Effekt. Wenn eine Karte oder ein Effekt auf dem Spielfeld aktiviert wird, Quake-Effekt, du kannst die Aktivierung annullieren und falls du das tust, bekommt diese Karte 1000 ATK bis zum Ende des Spielzuges. Okay, stark. Aber passt auf, das heißt, ihr könnt ihn selber pushen, indem ihr eine Karte annulliert, die ihr selbst aktiviert. Man fragt sich natürlich, warum sollte man das tun? Eventuell, um für den UTK zu gehen. Ne? Wenn eine Karte oder ein Effekt auf dem Spielfeld aktiviert wurde, Quake-Effekt, annulliere und falls du das tust, bekommt der Kollege hier 1000 ATK bis zum Ende des Spielzuges. Könnte in verrückten Situationen tatsächlich sogar aufkommen. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt oder durch Kampf zerstört wird, also auch durch den eigenen Karteneffekt, geil, kannst du ein Lichtdrachenmonster von deinem Friedhof speziell beschwören. Geil geschrieben. Man muss sagen, diese ganzen Blue Eyes Karten sind wirklich geil geschrieben. State of the art, moderner Shit. Einfach stark, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Novum. Und zwar eine Blue Eyes Karte, die ein Link-Monster ist. Dem Dark Magician Deck-Thema fehlt ebenfalls ein Link-Monster und auch ein Synchro-Monster, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht kommt Konami auf die Idee, diese mal mit einem weiteren Structure-Deck, welches vielleicht auch nächstes Jahr rauskommt, rauszubringen. Fände ich mega geil. Spirit with Eyes of Blue. Ein Stufe 4 niedriger Drachen- oder Spellcaster-Monster. Das heißt, ihr könnt natürlich entweder eines eurer Drachen, also den Neo Kaiser Seahorse zum Beispiel, benutzen oder die Maiden of White oder den Sage with Blue Eyes oder was auch immer. Oder einfach ein generisches Drachen- oder Spellcaster-Monster, nur um ihn zu beschwören. Du kannst keine Monster speziell beschwören außer Drachenmonster. Solange der liegt, gehe ich mal davon aus. Ja. Du kannst jeden der folgenden Effekte auf Spirit with Eyes of Blue nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte Link beschworen wurde, du kannst ein Mausoleum of White von deinem Deck deiner Hand hinzufügen oder es in den Friedhof senden. Alright. Du kannst diese Karte... You can tribute this card, Spezialbeschwörer, ein Blue Eyes Monster von deiner Hand oder Friedhof. Aber... falls du ein Effektmonster spezial beschworen hast vom Friedhof, kann es nicht angreifen und die Effekte sind annulliert. Also ihr bietet die Karte auf dem Spielfeld erstmal Link sammeln, sucht euch Mausoleum of White, dann als Tribut anbieten, Blue Eyes Monster von Hand oder Friedhof aufs Spielfeld beschwören. Und wenn es ein Effektmonster ist, kann es leider nicht angreifen oder Effekte aktivieren, aber ist wie das. Wir schauen uns nochmal ganz kurz Mausoleum of White an. Diese Karte bekommt ebenfalls einen Reprint im Structure Deck Blue Eyes White Dragon. Wie heißt das nochmal? Das heißt, Blue Eyes White Destiny. So wird das Deck heißen. Mausoleum of White hat folgenden Effekt. Während der Main-Phase, du kannst eine Normalbeschwörung, eine Stufe 1 Licht-Tuner-Monster zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung machen. Also, ihr habt schon normal beschworen. Dann kommt ihr um die Ecke, habt noch die Maiden of White auf der Hand und die könnt ihr dann auch nochmal beschwören, was auf jeden Fall geil ist. Einmal pro Spielzug, du kannst ein offenes Monster, welches du kontrollierst, wählen. Schicke ein normales Monster von deiner Hand Deck in den Friedhof und falls du das tust, bekommt das gewählte Ziel die ATK und Death in Höhe der Anzahl der Stufe des in den Friedhof geschickten Monsters mal 100. Ich finde, so ein Effekt ist so für die Katz, Alter. Erstens unfassbar kompliziert geschrieben, wer braucht das? Mal 100, ich schicke einen Blue Eyes White Dragon in den Friedhof und mein Monster, welches ich gewählt habe, bekommt 800 ATK plus, das ist nix, Alter. Also was soll der Effekt. Macht einfach nur die Karte voll. Bis zum Ende des Spielzuges, auch wenn diese Karte das Spielfeld verlässt. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, füge deiner Hand ein Burst Stream of Destruction von deinem Deck deiner Hand hinzu. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. So, und jetzt springen wir mal rüber auf Card Market und schauen uns mal an, was denn so ein Blue Eyes White Dragon beziehungsweise, Blue Eyes White Destiny Deck aktuell kostet. So, hier haben wir es, das Structure Deck Blue Eyes White Destiny. An den Namen muss ich mich tatsächlich noch gewöhnen. Ist vor kurzem tatsächlich sogar ein Hauch im Preis gestiegen. Sehr interessant. Wir sind hier bei 10,39 €, 8,09 € plus 2,23 € Versand. Also um die 11 € müsst ihr dafür blechen. Was, wie ich finde, voll der faire Preis ist. Also ist voll Standard, muss man ehrlicherweise sagen. Kauft euch drei Stück,
werft das Deck zusammen. Ihr habt Staples ohne Ende, ihr habt das Blue Eyes White Dragon Deck, fast Full Power darum liegen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, sich dreimal dieses Structure Deck ranzuholen. Ist halt so. Entweder für die Reprints oder fürs Deckthema an sich oder zum Sammeln hinten ins Regal stellen. Ist einfach mega, mega nice, muss man ehrlicherweise sagen. Und weil ich das Video nicht einfach so enden lassen möchte, schauen wir uns hier einmal gemeinsam eine Combo an. So oder so ähnlich wird, also hier haben wir tatsächlich eine ganz entspannte One-Card-Combo mit dem Sage with Eyes of Blue, die wir uns jetzt hier gemeinsam reinziehen können. So oder so ähnlich wird es in Zukunft tatsächlich bei euch auf euren Locals oder bei euch im Küchentisch aussehen, was auf jeden Fall mega nice ist. Natürlich wird sich hier die Maiden of White geaddet, die wiederum ein True Light offen aufs Spielfeld setzt. Dann linken wir natürlich weg in Spirit with Eyes of Blue, adden uns das Mausoleum auf die Hand, was auf jeden Fall geil ist. Und dann wird natürlich, dann passiert hier ein bisschen Action. Wir suchen uns die extrem harte Power Spell, weil die ist mega nice. Eine Karte abwerfen, zwei Karten der Hand hinzufügen, was unfassbar stark ist. Das heißt, ihr werft eine Karte ab, die ihr einfach nicht benötigt oder bei der ihr denkt, dass ihr sie im aktuellen Spielzug oder in der aktuellen Spielsituation nicht braucht und sucht euch einfach zwei Karten, die euch auf jeden Fall was bringen. In dem Fall hat der Kollege sich unter anderem hier die Ultimate Fusion gesucht. Und dann sehen wir tatsächlich, ich sag mal, keine klassische, aber in Zukunft wird es eine klassische Combo werden. Da haben wir auch gerade den Effekt gesehen, dass das Monster aus dem Extra-Deck an ein Blue-Eyes-White-Dragon-Monster equipped wurde. Hat natürlich alles seinen Sinn, denn der sollte auf jeden Fall auch in den Friedhof gehen. Und da gibt es auf jeden Fall noch Varianten, diese Karte für weitere Kombos dann irgendwie zu nutzen. Hier haben wir den Blue-Eyes-Jet-Dragon, der auch einen Reprint erhalten wird. Das ist auf jeden Fall alles der absolute Hammer, muss man ehrlicherweise sagen. Also wie ihr seht, passiert hier ordentlich was auf dem Spielfeld. Die Qualität des Videos ist nicht die beste, aber damit müsst ihr jetzt leben. Und ja, aus Blue Eyes White Dragon wird einfach mal ein modernes Combo Dragon Link Deck oder in dem Fall Dragon Synchro Deck, was auf jeden Fall mega krass ist. Also guckt euch mal an, was hier für wilde Sachen passieren. Klar, denn das Fusionsmonster, welches in den Friedhof geschickt wurde, über den Equip, also auf diesem Umweg, haben wir natürlich benutzt, um den Drachen Meistermagier aufs Spielfeld zu beschwören. Crimson Dragon kommt jetzt auch noch um die Ecke. Also ihr seht, was hier alles möglich ist. Mit dem Blue Eyes White Dragon Deck Thema, das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Jeder Yugi-Boomer, der sich über diese ganzen Solitär-Kombo-Spieler beschwert hat, der kann sich jetzt nicht mehr beschweren, denn er ist jetzt selber so einer. Ja, sieht tatsächlich auch nicht ganz so einfach zu piloten aus. Klar gibt es ein paar Kombos und ein paar Wege, die man einfach mal auswendig lernen sollte, um sie zu spielen. Entscheidend und interessant wird es dann vor allen Dingen, wenn ihr anfangt, Handtraps abzubekommen und wie es dann tatsächlich aussieht. Und hier den Stufe 12 Synchromonster solltet ihr euch auf jeden Fall auf Cardmarkt mal reinziehen. Denn das ist auf jeden Fall eine Karte, die im Preis steigen könnte, falls ihr keinen Reprint bekommt. Das ist ein Endboard, da sage ich euch, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Muss man einfach mal sagen, geil. Konami hat es geschafft, das Blue Eyes White Dragon Deck in die Neuzeit zu bringen. Guckt euch mal an, wie voll das Feld ist. Was alles überhaupt möglich ist. Beschwörungen in den Stardust Dragon. Eine Fusion, eine Synchro-Beschwörung im gegnerischen Turn. Also das ist absoluter Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, muss man ehrlicherweise sagen. Alles ist in diesem Deck möglich. Finde ich mega, mega geil. Macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß zuzuschauen. Und damit kommen wir tatsächlich auch zum Ende des Videos. So, jetzt ballert ihr mal in die Kommentare. Wer freut sich von euch auf das Blue Eyes White Destiny Structure Deck? Wer hat da so richtig Bock drauf? Ich persönlich freue mich tatsächlich irgendwie drauf, auch wenn ich eher aus dem Lager der Dark Magician Player Spieler komme. Ich würde mir wünschen, dass Konami mit einem ähnlichen Structure Deck auch fürs Dark Magician Deck Thema um die Ecke kommt. Ähnlich stark, wenn nicht sogar noch stärker. Ja, der Dark Magician ist ja 500 ATK Punkte schwächer als der Blue Eyes White Dragon. Das heißt, der braucht jede Menge Support, um dagegen anstinken zu können. Ich würde mich mega drüber freuen. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Move von Konami, ein Dark Magician Structure Deck rauszubringen mit ähnlich geilem Support. Und damit auch genug von mir. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Lasst es krachen. Sobald es neue Infos zum Structure Deck Blue Eyes White Destiny geben wird, erfahrt ihr es natürlich alles hier bei mir auf dem Kanal. Damit auch genug von mir. Lasst es krachen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.